Schiss jetzt davor. Wohl. So, hier. Sehr gut kontrollieren lässt sich die Karte hier nicht, aber. Alter! Na ja, gut, die meine Fahrkünste sind jetzt auch nicht wert vom Feinsten. Alter! Alter! So, gleich da. Ich bin jetzt auch nicht sicher, welche Mission halt die Mission als nächstes hier weichen könnte. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal diese V-Mission fertig, weil. Was ist denn hier? Bitte los in den Anrufen. Mein Gott. Vier Anrufe in einer einzigen Mission. Genau, hier ist jetzt die nächste und nur so zur Info. Die Mission vorhin, die stand exakt hier, wo ich gerade stehe. Deswegen ja. Kommst du raus? Kommst du Mission? Und etwas würde ich euch noch ganz gern zeigen. Man nimmt den Gang. Hier sind nämlich hier ist das Treppenhaus, wo Lance todesmütig runtergesprungen ist. Hier kann man nämlich auch Herz, kugelsichere Weste, Shotgun, M4. Geil. Das wird dann nur noch geiler, wenn Dings. Wenn man dann vor dem Haus noch das auch noch Waffen freigeschaltet hat. Also diese Waffen von den versteckten Päckchen. Und ab und zu steht hier auch mal ein Heli. Ich weiß nicht genau, wie das. Der hat irgendein komisches Spawnverhalten. Angeblich soll es. Oder irgendwo habe ich mal gehört, dass wenn man aus Downtown kommt, also dort. Aus Downtown, wenn man kommt. Also hier aus Downtown zu dem Haus hier kommt, dass dann hier angeblich nur dann der Heli stehen soll, aber irgendwie ist es nicht immer so, weil gerade eben sind wir von dort aus Weiß Point gekommen und trotzdem steht der Heli hier. Also irgendein komisches Spawnverhalten hat der. Und hier übrigens, hier ist so ein kleines Labyrinth, kann man von oben schön überblicken. Kann man hier dann da hinten rein und da vorne kann ich ja vielleicht ranzoomen. Hier steht so ein Präzisionsgewehr, aber halt nicht so eins wie ich, sondern so ein altes, so ein verkacktes. So, yay! Ah! Toll. So, gleich mal speichern. Ich glaube, hier unten, wenn hier nicht gerade Mission ist, dann sieht genau, sie kommen hier unten auch nochmal ein Herz holen. Also, hier das Geile an der Villa ist ja, dass die hier echt ein paar zum Teil auch nützliche Sachen drin hat. Nein. Das hier. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ja, ich mache jetzt die hier. Ich will jetzt die Visite Mission fertig haben. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Böser, böser Lance. Schalte die Wachen aus, die deine Mutter Bar bewachen und finde raus, wer hinter dir steckt. Kommt mir so vor, das ist jedes Mal, wenn man in die Karre steigt, ist weg. Mann, ich hab jetzt diese zwei Gehilfen bei mir. Die haben zwar beide eine Uzi, aber sind einfach ziemlich nutzlos. Weil die nicht schnell laufen. Hier übrigens auf der linken Seite. Hier sind auch nochmal Granaten mit der Polizei hier versteckt. So. Wenn die Fahrten zur Mission, habe ich noch nichts zu erzählen. Und das kommt halt irgendwie dann denke ich mir, dass es jetzt gleich langweilig wird. Naja, was heißt, ich denke, es ist so. Ja. Also die beiden Wichser.
besser hier. Also ich würde sagen, hier, das hier sieht am munitionssparendsten aus. Ne? Genau. Kriegt man sogar Muni. Your protection needs a little more protection. Ah, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DBP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. You're such a wannabe. I'll see you later. Yeah, yeah, whatever. Die DBP Security wird wissen, dass du kommst, schnappst die Resi ihr Perwin. So ist es halt. So, und jetzt könnte nämlich ein etwas schwerer Kampf kommen, weil jetzt kann man eigentlich, das geht aber jetzt gleich, wenn ich nämlich gegen eine Horde kämpfe. Und genau deswegen verrecken jetzt auch die beiden hier. Und ich sollte möglichst. Ich finde nicht zu viel über die ganze Natur. Ich werde es also vorbeigefahren. Ich finde die Sache wäre jetzt nämlich Natur sogar ganz nützlich. So. Erstmal eine Granate versuchen rein. Bringt das was? Bisschen weniger, bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ah, geht. Komm schon. Ja, schön. Dann kommt der letzte auch noch. Damit. Ja, so sehen. Jetzt passiert nämlich das hier. So läuft er einfach weiter. Leute, eine von denen lebt sogar noch. Beide leben noch. What the fuck? Sie geht denn hier ab? Erwische ich die vielleicht noch? Das wäre jetzt geil. Ach, nee, aber jetzt könnt ihr mal sehen, was da vorne kommt. Aus dem Weg. Ja. No, mal sollte ich die Zeit, ja doch, sollte ich die Zeit nicht locker schaffen. Ich weiß ja, wo die beiden sind. So. Jetzt sag ich, bloß keine Scheiße bauen, ansonsten darf ich wieder zurück. So, jetzt muss ich aufpassen, wie ich mich unterschieße. Schon? Ja, Sniper. So, und ich wollte mir auch noch die Gnade. Gut, die Mission ging ja eigentlich für Schwierigkeitsgrad, oder? Jetzt bloß nicht. Weil wir auf der Karte, die Karte verarscht eigentlich ein bisschen bei dem Wasser. Guck dir mal jetzt einfach mal das Wasser auf der Karte und guck dir mal das realistische Wasser an. Also hier darf man aufpassen. Kann ich nicht hier durch? Tommy, we gotta talk about stuff.
What's the problem, Lance? It's all damn you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Tja. Rumheulen kannst du sonst nix. Also. Ja. Als nächstes. Also nicht speichern. War ich auch kurz hier. So. Ja. Mann, bin ich nicht mit dem. Kann. Na, wobei, scheiße, ich bin nicht mit dem. Sowas passiert auch, was zählt, dass man einfach mal frontal an den Boden gerammt ist und man keinen Stern kriegt. So, das. Ditch ist hier. Okay, noch läuft die Aufnahme, bloß ist die Frage, wie lange. Ich will jetzt auch nicht rauswischen, weil wieder kein Bock auf das abschmiert. Aber da, rein theoretisch, ich hatte ja noch, wie viel frei? 115 GB oder sowas. Und 115 GB nur mehr auf 30 FPS aufgesetzt. Ich brauche recht wenig Speicherplatz. Dann fallen wir endlich hin. Zur Messe, die wir machen. Und. Ich habe dabei Dinge, die ich nicht so verbraucht. Und da wird jetzt eigentlich nicht so viel Speicherplatz mit 30 FPS verbrauchen. Oh! Wichser. Wow. Scheiß Touchpad, ganz ehrlich. Ich kann das Ding nicht mal ausmachen. Normalerweise kann ich es immer ausmachen. Was soll der Scheiß? Mann. Das Gesicht da. Challenge. Ich weiß nicht mal, Challenge. Motorrad brauche ich eh nicht mehr. Also. Habe ich ja eigentlich unten irgendwas drin? Ja. Gut, kugelsichere Weste habe ich, das habe ich. Dann probiere ich jetzt einfach mal hier den Dings. Kopf. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so. I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker, and jump. Good plan. Let's go. All right. Okay, Lance, let's get the cops' attention. So, jetzt zum ersten Mal im Spiel müssen wir jetzt mal nicht den Cops entkommen, sondern die Cops aufregen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo einen Bullen finden, für den ich Platz fahren kann.
Na, das ist immer wieder typisch. Man, wenn man die Bullen braucht, dann tun sie nicht. Ist echt nur irgendwann, die wollen mich doch verarschen. What the fuck? Ich meine, Bullenkarre. Das ist so typisch, ganz ehrlich. Ich glaube, spätestens wenn ich hier nach vorne fahre. Hier müssen wir schaffen. Fuck. Ich darf mich das nicht verhaften. So, und jetzt muss ich einfach... Genau. So, du folgst mir jetzt. Das wird jetzt, könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden, aber genau, der muss man einfach nur folgen. So. Genau, und jetzt hier rein, hier rein. Komm, hier rein. Jetzt komm schon, hier rein. Ja, perfekt. Die Musik dazu passt ja wirklich richtig gut. Oh yeah, yeah, mine too, mine too. So. Und ob man es habt oder nicht, wir sind verkleidet als Bullen. So, als Streifenwagen nehme ich mal lieber den hier her. So, wo ist Lance? Lance, da. Und let's go. Ja, hier gibt es hier kein Radio. Also, hier erstmal hier schön ohne Musik, ne? Das. Easy, brother, no cop drives is bad. Ja, was soll ich denn dafür, dass die Bullen gerade mir ihre, die Straßensperre mir direkt vor die Fresse spawnt? So. Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Nice badge, nice badge. Real smooth, Lance. So. Hallo, der Herr. Kann ich die eigentlich anvisieren? Ach, scheiß drauf. Warte, bevor ich hier das Ding lege, hol mir das hier raus. Okay, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 seconds! We got to get the hell out of here! Tja. Und jetzt... Oh, ein Sturm fliehen. Okay, gut. Nein, ich brauch die Karre da vorne. Jetzt komm, spring doch rüber, du Mistgeburt, spring rüber. Komm schon. Ja. Da vorne liegt schon mein Wunschkern. Damit hätte ich das FBI vom Hals. Und hier liegt eine Karre, mit der ich ins Pain Spray kann. Ambulance war wieder hier. Ja, komm, steh auf, du Wichser, los. Ich komm her. So. Schnell. 5, 14, Sterne sind immer noch besser als 5, aber immer noch kein. Ja, hier keine Freude. Wow. Wenn ich jetzt keinen Scheiß baue, ist die Mission eigentlich auch schon so gut wie gegessen. Oh, die vom Echtes sein mit weniger Problemen als ich dachte. Ich hab gedacht, es wird jetzt noch die größte Scheiß hier werden, aber diesmal hatten wir eigentlich auch gut. Gut.
Ja, jetzt werden wir in diese wir landen wieder an einem dieser Punkte, wo wir nichts zu erzählen haben. Ja, ich kann euch jetzt sehen, dass die Aufnahme immer noch läuft, also das Raps noch nicht abgekrankt ist. Danke, ich glaube, 110 GB kann ich mir sowieso locker über Stunden aufnehmen. 30 FPS reichen ja eh für nicht für 30 D. Abgesehen davon, dass YouTube-Videos eh nur mit 30 FPS abgespielt werden. Irgendwie werden die Lags immer länger, ne? Irgendwann schmiert der Scheiß hier noch ab. Bei einer Sache mache ich jetzt noch, fällt mir gerade ein. Weil das Teil hier hätte ich gerne, ganz gerne. Hier. Genau. So, dann hinzu kommst du raus, bevor das Scheiß Garagentor schließt. Ja. Mehr. Du wiegst Gesicht. Du. Jetzt schiebe ich dich raus, du Missgeburt. Komm her. Ist Lance das Garagentor oder einfach nur beide zu scheiße? Geht doch. Boah, so. Das wäre auch geschafft. Schutzgeld, Missionen erfüllt. Diversity Estate generiert nur bis zu 5000 Dollar Einkünfte. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Oh, und 10.000, lol. So, eigentlich, das ist eigentlich ganz easy. Weil City hat ja, das ist jetzt praktisch das erste von den Immobilien, die man kaufen kann. Dass man das hier halt nicht gekauft hat, sondern praktisch in eine Mission gekriegt hat. Und hier in diesem komischen kleinen Symbolchen wird immer Geld generiert. Hier oben sind zum Beispiel 70 Dollar drüber und ich kann bis zu 5000 können hier praktisch gespeichert werden. Wenn man drüber läuft, holt man sich das Geld ab. Tommy, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tommy, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Hey, Tommy, man. Look, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. So. Aber, sag mal, wegen der Sache, was ihr gerade im Telefon gesagt habt. So, ich zitiere, ich wurde ja von irgendwie schon immer in meinem Leben von oben herab behandelt. Das war von meinem Bruder, von meinem Bruder, der gesagt hat, ne? So, Headset gerichtet. Und das war, und wer jetzt von euch nämlich GTA Vice City, wenn ich Vice City sagen weiß, die Stories kennt, der weiß, der dort kam ja Lance auch schon einmal vor, das spielt ja. Und das hier, dieser Krempel, den wir gerade zocken, spielt ja 86. Also 1986. Und weiß die Story spielt 2 Jahre davor, 1984. Und da ist man praktisch, also spielt man praktisch als dieser Bruder von Lance jetzt, der hier mit der Anfangskarte hier in Vice City gestorben ist. Und da spielt man den Bruder von ihm. Und das ist interessant halt, der erste Zusammenhang und zweitens, dass er hat, wie der ihn auch behandelt hat, das stimmt auch wirklich, dass er ihn von oben herab behandelt hat. Also man selbst als Protagonist dann in dem Fall. Ich will dich. Also nicht dich, sondern der Motor. Und ich wette, ich kriege jetzt sofort Striker an, weil er gerade eine Sekunde lang nicht entweder eine Sekunde neu lief soll. Angeblich, laut GTA-Wiki, soll er hier diese Sanchez in Vice City die schnellste Beschleunigung haben. Also sogar schneller als diese PC-600. Also angeblich. No. So, hier runter. Hier, diesen Ort werden wir noch später bei der Mission kennenlernen. Das muss ich hier raus. Da hinten den Molotov-Cocktail ist ja. Nehme ich aber nicht, weil dann die Granaten weg. Alter!
Was ist denn hier wieder los mit Instanz? So, hier gleich mal speichern. Zack. So, und ich glaube, ich habe jetzt nämlich auch schon trockenes Maul. Und ja, Bock aufzunehmen hätte ich schon noch. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal schnell einen Cut rein. Und guck einfach mal, wie lang das der Part geworden ist. Trink schnell was, dann mache ich gleich wieder weiter, weil ich habe eigentlich noch Bock aufzunehmen. Und dann machen wir, was machen wir dann? Das hier sind ja keine Missionen. Wir haben eigentlich nur hier die Mission. Hier, das hier ist eine Mission, das hier ist auch eine. Ja, irgendwas davon machen wir dann. Also dann, ich glaube, entweder je nachdem, wie ich die Schnitte setze, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Und ciao. Warte. Wo ist jetzt nochmal meine Aufnahmetaste? Ich glaube, das hier, oder? Naja, ciao.